Eine Gruppe von 8 Forschern und einem Fischer ist auf einem Schiff. Die Forscher sehen eine außergewöhnliche Küste. Sie legen an der Küste an. Der Fischer angelt und fängt den Fisch. Den gibt es morgen zum Mittag. Am besten frisch. Der Fischer geht mit dem Fisch im Eimer nach Hause und legt sich schlafen. Der Fisch springt aus dem Wassereimer und fällt in den Mund des Mannes. Man sieht das Sandwich, eine Schnecke kriecht auf dieses. Forscher Nils wacht vor Hunger auf. Ich habe jetzt Lust auf ein leckeres Sandwich. Mir ist so schwummrig. Camilla wird von einem Puma gebissen. Conny wird von einer Fledermaus gebissen. Helena wird von einem Hund gebissen. Leon wird von einem Spinimon gebissen. Marleen wird von einer Schildkröte gebissen. Nadine wird von einem Löwen gebissen. Der Mann, der den Fisch verschluckt hat, bekommt Kiemen. Er wird zu Aquaman. Die gebissenen Forscher werden zu Superhelden. Nils verwandelt sich in eine Schnecke. Ein blauer Hase isst eine blaue Karotte. Die bösen Minions zünden den Wald an. Alle Tiere laufen aus dem Wald. Ein schwarzer Puma ist im Garten vor dem Haus. Der Puma findet eine Schokoladentafel, frisst sie und verwandelt sich in Jannis. Jannis geht in den Wald. Dort hüpfen die Minions im abgebrannten Wald auf und ab. Sie freuen sich offensichtlich. Der Hund mit dem Namen Vito frisst im Garten eine giftige Maus. Er verwandelt sich in diese giftige Maus. Sie läuft ins Haus. Doch leider sind dort auch ein paar Minions. Sie sehen Vito und schreien, "Ii, eine giftige Maus!" Vitos Hundefreund Eis ist auch da und erkennt ihn an seinem Geruch. Er fragt, "Was hast du gemacht?" Eis beginnt herzzerreißend laut zu jaulen. Die Superhelden hören die Klagelaute von Eis. Sie kommen angeflogen und verabreichen Vito Medizin. Vito wird wieder zum Hund und sagt zu den Superhelden, "Danke, Superhelden." Die Schildkröte Luna aus der Nachbarschaft schaut vorbei und begrüßt Vito. "Hallo, guten Tag." Dann geht Luna ins Meer und findet einen Fisch. Weil sie hungrig ist, frisst sie den Fisch. Auf ihrem Panzer wachsen Flossen. Die Superhelden vertreiben gerade die Minions aus dem Wald. Die Minions laufen einer nach dem anderen aus dem Wald. Da fängt Miller einen Fisch. Sie gibt ihn Luna zum Fressen. Und die Flossen auf ihrem Panzer fallen ab. Die Minions sind aus dem Wald verschwunden. Eine Giraffe kehrt zurück in den Wald und frisst von einer Palme. Ein Löwe schleicht sich von hinten an. Die Giraffe frisst friedlich weiter. Der Löwe macht einen Satz und stürzt sich auf die Giraffe und frisst sie. Der Löwe verwandelt sich in eine Giraffe. Ein neuer Löwe kommt, pirscht sich an und frisst die Giraffe. Das Ganze wiederholt sich 3-mal. Superhelden sehen den Notruf in der Waldzentrale. Sie fliegen in den Wald und geben der Giraffe einen Zaubertrank. Ein Wusch ertönt. 3 Giraffen und 3 Löwen fressen friedlich nebeneinander Blätter. Die Superhelden kommen zurück in die Stadt. Ein Hochhaus brennt. Einer oder mehrere Minions laufen aus der Bank mit einem Sack voll Geld. Die Superhelden löschen den Brand. Die Superhelden fangen die Diebe, die den Juwelier ausgeraubt haben. Die Superhelden fangen die Diebe, die die Bank ausgeraubt haben. Die Superhelden vertreiben die Minions aus der Stadt.